Präsentiert von Enforce Tag TV und Gecko Ammunition. Auf der IWA 2022 stehe ich zusammen mit dem Oliver von Huntech. Oliver, grüß dich. Grüß dich, Moritz. Hi. Wir kennen uns ja, wir haben schon viele Videos auch zusammen gemacht. Richtig. Was die Leute vielleicht nicht per se sofort wissen, ist, dass du nicht nur ausbildest, nein, du besorgst auch, ich würde mal sagen, heißen Scheiß. Ja, wir haben eine ganz große Produktpalette mittlerweile. Wir machen alles von Waffenhandel über Optik, über taktische Ausrüstung, Jagdbedarf. Also wir sind recht breit aufgestellt. Ihr seid wirklich breit aufgestellt. Meinen ganzen Kram beziehe ich ja mittlerweile auch schon fast ausschließlich von dir, weil du natürlich eben auch das coole Zeug aus den Staaten wirklich importierst. Heute reden wir aber tatsächlich, ich weiß nicht, ob es die erste ist, aber auf alle Fälle, über, ich würde mal sagen, eine der coolsten Eigenmarken von dir. Ja, wir haben es endlich geschafft, ein längeres Projekt so umzusetzen, dass wir ein fertiges Produkt haben. Wir haben unsere eigenen Magazintaschen konstruiert. Das sind die Fast Universal Kydex Cordura Pouches. Darf ich da kurz einhaken? Ich hatte die letztens irgendwie im Shop gesehen und es waren die ganzen. Das war, hab ich, ist das zufälligerweise ein Akronym? Nein, ist Zufall, oder? Nein, das sind Fuckmacs. Okay. Oliver, das erste, wir haben auch schon drüber gesprochen, aber das erste, was man sieht, ist, normalerweise sieht man entweder, pass auf, Stoff oder Kydex. Genau. Hier ist ein Kombo. Weil ich finde, die Kombination zusammen. Beide Elemente haben gute Vorteile. Das heißt, der Stoff macht es sehr leicht, macht es leise, macht es flexibel. Der Kydex Insert sorgt dafür, dass ich Magazine einführen kann, ohne eine zusätzliche Sicherung zu brauchen, dass das Magazin festgehalten wird, dass ich es aber trotzdem schnell greifen kann, ohne eine zusätzliche Sicherung an die Seite zu bringen. Also jetzt muss man sagen, hey, pass auf, cooles Produkt. Was mich natürlich am meisten interessiert, ist du als Schießausbilder, du hast natürlich die Erfahrung, oder du blickst auf lange Jahre an Erfahrung zurück. Wie beeinflusst das, wenn du ein Produkt, sage ich jetzt mal, von Grund auf entwickelst? Ich möchte mir nicht Lorbeeren anheften, die mir nicht gebühren. Ich sehe, was sonst auf dem Markt ist. Ich sehe, was verfügbar ist, was nicht verfügbar ist. Es gibt ähnliche Produkte, was mich zum Beispiel permanent gestört hat, war, dass andere Produkte zum Beispiel über kein eigenes Befestigungssystem verfügt haben. Okay. Also für mich war ein wichtiges Element zu sagen, so, ich möchte ganz gerne eine Befestigung hier drauf haben, die es mir ermöglicht, wirklich von einem normalen Gürtel, wie beispielsweise hier, das heißt, ich kann es auf jeden normalen Gürtel aufschlaufen, ich kann auf jede Form von Schlaufe die Tasche aufbringen, ich kann Molle oder quasi Molle benutzen und wenn du mal da vorne schaust, wir haben es also auch auf einem Plattenträger mit einem Standard-Molle-System und auf einem Battlebelt ebenfalls mit Standard-Molle-System aufgebracht. Und ich sehe offensichtlich nicht nur für die Kurzwaffe, sondern auch für 223? Genau, das heißt, wir haben momentan im Prinzip drei Kurzwaffenoptionen und eine Langwaffenoption für AR oder AR-ähnliche Magazine. Da fangen wir mal mit der Langwaffe an. Das heißt, da passt jedes Standard-AR-Magazin rein, egal ob Kunststoff, ob Alu, ob Stahl, ob ein 10er, ob ein 20er, ob aneinander gekoppelt. Was sehe ich denn hier? Lass mich mal gucken. Also ich sehe einmal irgendwas aus Unterfranken, dann sehe ich was aus den Staaten. Oh, noch eine Frage, die ich habe. Wir haben gerade eben über das Gap hier zwischen gesprochen. Ja. Bitte erklär's uns einmal, warum ist das wichtig? Das Gap ist deswegen wichtig, um einfach die beiden Taschen ein Stück auseinanderzusetzen, sodass Magazine, die einen größeren Magazinboden haben, beispielsweise Heckler & Koch SIG-Magazine, insbesondere auch M&P-Magazine, haben sehr große Magazinböden, sodass ich nicht, wenn ich das erste Magazin vorne ziehe, versehentlich gleich das zweite mit aus der Magazintasche ziehe. Jetzt würde ich direkt einmal den Bogen machen. Okay, was sehen wir? Wir sehen Audi Green. Wir sehen Audi Green. Wir sehen Multicam. Jawohl. Coyote, Multicam Black. Und schwarz. Also einmal volle Hütte abgeliefert. Genau. Aber für alle, die sich jetzt fragen, boah, ist ja geil, wo kriege ich es und ist es verfügbar? Wann kommt's? Sie sind lieferbar, sie sind bei uns im Shop www.huntech.de. Da findet ihr die Magazintaschen. Die Fuckmacs. Liebe Leute, wenn ihr heute Morgen aufgewacht seid und sagt, verdammt, ich brauche die Fuckmacs, dann ist jetzt die Zeit, um auf huntech.de einmal in den Shop zu gehen, die ganze volle Hütte einmal den Warenkorb voll zu machen. Oliver, vielen Dank für deine Zeit. Wir sehen uns aber gleich noch in einem anderen Video. Sehr bis schön. Dahin. Danke, Mo.